Es ist noch nicht mal 6 Uhr morgens und wir sind am Packen. Gleich kommt der Transport und holt uns ab. Wir sind am Fährterminal, da ist auch schon die Fähre. Wir haben uns noch ein Croissant geholt und gleich geht's auf die Fähre. Wir haben unsere Plätze bezogen. Busfahrer schreit Accident, Accident und wir fahren auf eine Tankstelle. Yeehaw! Hey, geht da weg, ey. Was macht ihr denn da an der Hitze? Das kann doch explodieren. Da kommt der deutsche Mitfahrer und probiert es mal. Wieder heim, oder? Pause, wir haben uns jetzt noch was geholt im Laden. Darauf haben sie nur gewartet, dass irgendein Bus wieder runterbricht. Also ich meine, wenigstens haben wir einen schönen Ausblick. Long live the King, unser Ersatzbus ist da. Jo, das passt noch ein bisschen besser hier, der Platz. Nein, der Platz ist super. Wir haben gerade rausgefunden, das ist ein Partybus. Da unten ist ein Mischpult. Und dahinter hinter den Rucksäcken da ist eine Box, eine riesige. Wir haben hier einen massiven Fernseher und vorne sind Gitarren drauf. Das spricht alles für den Partybus. Wie geil. Okay, wir sind jetzt beim Fährterminal angekommen. Eigentlich sollten wir beim Busterminal ankommen. Und das ist ganz witzig, jetzt haben die alle gerade alles ausgeladen. Und jetzt rausgefunden, dass sie eigentlich zum falschen Ort gefahren sind. Jetzt laden sie alles wieder ein. Aber wir bleiben hier. Von hier ist es viel kürzer, deswegen ja, machen wir das so. Ab 14 Uhr können wir einchecken. Und da sind wir. Hallo! We want to check in. Yes. Thank you. Thank you. Thanks. Roomtour! Bett, großes Zimmer, Balkon, oh mein Gott, was ist da los? Alter, wir haben einen Balkon, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und man kann hier sogar Sachen trocknen, nice. Auf jeden Fall geht es dann hier wieder rein, da ist ein Tisch, auch ganz nice. Klimaanlage, ziemlich nice. Noch so ein großes Sitzdingsbums.
Bett, wie gesagt. Und ein Bad. Yay! Sogar eine abgetrennte Dusche. Hey, mega geil, das ist ja gar nicht so Thai-typisch. Haben sie nur für die Touristen eingebaut, bestimmt. Haha! Und wir haben wieder diese Sticker bekommen. Krabi, damit sie uns nicht verlieren. So, jetzt gehen wir übers Essen auf dem Markt hier. Der ist quasi wirklich direkt um die Ecke. Und ist Mittagssonne und ich bin so ein bisschen verbrannt, deswegen muss ich jetzt aus der Sonne. Wir sind in so einem weiteren Trödelladen, aber das ist eher so ein Souvenirladen. Also ich meine, sie haben auch so gebrauchte Sachen, würde ich jetzt mal stark von ausgehen, dass der gebraucht ist. Aber besonders gut finde ich, dass es einfach super eng ist hier. Also ich meine, das ist dieser Laden. Und da oben, was war das hier, Jana? So ein Affe? Ja, Äffchen. Ein Äffchen. Oder Kokosnuss oder so. Das sieht man übrigens nochmal, wie eng das hier ist. Cool. Was haben wir hier? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Aber weiter geht's. Aber ja, wir machen es mal so ein bisschen lustig über die ganzen Elefanten-Souvenirs und Sachen. Und natürlich wieder Elefanten nach Paris. Oh, hier haben wir die richtigen Hosen. Ich hab sie gefunden. Die Teilhosen schlechthin. Oh Gott. Ja, Janne, zieh mal an. Ja, die müssen wir jetzt anprobieren. Hat auch ein bisschen Hochwasser-Optik. Welche will man denn da? Nein, da musst du den mit Elefanten nehmen, mein Lieber. Ja, hier ist kein Elefant. Weiter rechts. Oh, aber nee, die sind dann wieder langweilig, finde ich. Die hat jeder. Ja, deswegen. Nein, die, vor allem vom Schnitt her, ist die hier nicht so lustig. Ja, die ist auch definitiv eine Damenhose. Wenn, dann musst du diese rote nehmen hier. Ja, die rote. Oh Gott. Aber weißt du, das Material ist tatsächlich ja ganz schön. Es ist so Leinenmaterial. Passt halt auch perfekt von der Größe. So. Oh, da hängst du richtig drin. Ja. Aber was meinst du, wie bequem das ist, das Teil? Ich muss mal anprobieren. Dazu noch so ein schickes Hemd von hier oben. Ja, aber dann eins mit Elefanten. Hm? Zieh doch einfach mal. Ja, brauchen wir denn hier was? Ich glaube, du musst fragen. Oder ziehst dich einfach mittendrin um. Ja, hier geht wahrscheinlich sogar am besten. Weißt du, sieht er sich hier wirklich einfach in diesem Laden um. Das geht doch gar nicht. Noch weiter, oh mein Gott. Der Look ist gut. Da ist er. Ist nice. Also Janne, du würdest noch mehr Backpacking aussehen, wenn du das anhast. Mal der Knackarsch an in der Hose. Gut, also der Laden hat viel verlockende Sachen, aber wir sind nicht zugeschlagen, weil der Typ gar nicht gehandelt hat. Und ich glaube, es liegt nicht mal daran, dass es teuer war, sondern wir waren einfach zu geizig, ihm was zu zahlen, wenn er nicht handeln wollte. Ja, und jetzt gucken wir noch, was zu essen. Es ist aber auch schon 15 Uhr, also entweder wir gehen auf den Markt da oder hier irgendwo an der Straße. Mal schauen. Wir haben was gefunden. Auch sehr nice verzerrt, das gefällt mir. Das Menü. Und wir sind auf so einem richtig typischen Markt. Also gibt es eigentlich hauptsächlich Früchte und halt fertiges Essen. Oh, yes, chicken. Nothing for me. Thank you. Da drüben gibt es übrigens Chicken Burger für 30 Baht. Der steht da glaube ich auch schon seit 6 Stunden in der Sonne. Also irgendwie 70 Cent für Food Poisoning. Wer ist dabei? Nom. Jana hat Fried Rice Pineapple genommen. Mit Chicken. Wir haben uns noch schnell so einen Smoothie-Shake, Fruchtsaft geholt und gehen jetzt zum 7-Eleven und dann geht es direkt weiter zum Dragon Head oder sowas. Dragon Cave, frag mich nicht. Aber da holen wir uns gleich direkt so ein Meat-Dings von hier. Dann ist das ein bisschen schneller. Es ist ja schon gleich 16 Uhr. Thank you.
auf dem Weg zum Tiger Cave. Mein Sitzgurt geht nicht, aber egal, man lebt es ja riskant. Und uiuiui, da sieht man meinen Sonnenbrand. Also der ist schon gar nicht mehr so schlimm. Und der war, obwohl ich mich eingecremt habe. Aber es wird wieder und heute ist ja, die Sonne ist jetzt nicht mehr so stark. Wir haben jetzt gleich 16 Uhr. Also ab jetzt kann man wieder, genau. Haben wir jetzt ein normales Taxi genommen, weil die Grabs die ganze Zeit, ja, die Ride wurden die ganze Zeit gecancelt. Und dann haben wir gedacht, machen wir jetzt einfach normal, damit wir überhaupt noch dahin kommen. Also wir sind gleich da, aber unser Taxifahrer macht noch schnell einen Stopp und kauft sich was oder so. Ach, da ist er wieder. Got some food. Jetzt habe ich mir noch schnell so ein Tuch hier ausgeliehen. Da ist schon wieder ein sehr heiß Hund, der hechelt richtig. So, die ziehen sich da um, weil es wieder, ne, man muss sich hier dress up politely und so. Ärgerlich, hätte ich auch dran denken können. Aber da sind wieder die Schilder, Motorcycle Parking. Und man braucht wohl so eine Stunde hoch. Ich glaube, da geht's. Oh, Pedestrians jetzt. Man braucht wohl so eine Stunde hoch und eine Stunde wieder runter. Also 2 Stunden. Und jetzt ist es etwa 16 Uhr. Also sind wir so am Abend wieder zurück. Dann mal los. Das chinesische Neujahr. Ballern sie da hinten. Das ist übrigens das Shirt und ich muss es mir noch über die andere Schulter hängen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie hier schon brauche. Okay, jetzt habe ich mir so einen Anhänger gekauft. Da einen von denen. And can you tell me for the camera again, what is it for? For white color for protection, red color for lucky, and gold color for call the money. Nice. Protection, lucky and money. Thank you so much. Gekauft. Das Geld gibt sich hier ein bisschen leichter aus als in Europa. Nein, auf jeden Fall nicht. Natürlich. Mit den Krallen, richtig. Beide Hände. Careful with the monkeys. Do not feed the monkeys. Oh Gott, oh Gott. Maximaler Fail. Da müssen wir noch einmal auf jeden Fall nach hinten gehen. Aber hier geht's los. Da schlängeln sich die Treppen nach oben. Doggo. Früchte. Den Tiger meinst du? Hi Doggo. Hi. Oh, bist du süß. Das ist viel zu warm für dich. Du hast ja Fell für Sibirien. Oh, bist du süß. Würde ich auch direkt mitnehmen. Dann würdest du ja erstmal ein bisschen abspecken, ey, in Deutschland. Oh. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, wie steil die Stufen sind, aber sehr steil. Ich habe meine HSV-Sticker vergessen. Frauen dürfen nicht alleine zwischen 18.30 Uhr und 5 Uhr morgens hier hoch. Nur mit mehr als 2 Freunden. Das ist genau die Hälfte jetzt. Oh. Pass auf deine Sachen auf, Janne. Okay. Pass auf, Janne, der klaut dir was. Er weiß genau, dass es bei uns nichts gibt. Oh, die Babyäffchen, sie springen einfach. Oh, er hat eine Flasche Handcreme da. Jetzt spring. Nee, er springt nicht. Oh, wow. Huch. Ich muss da näher ran. Ja, er so, gib mir was. Wow.
Babyäffchen. Das bei dem Ausblick, ey. Cool. Ih, das sieht voll unbequem aus. Kannst du knicken, mein Handy kriegst du nicht. Der ist gegen mich gesprungen. Boah, da ist gerade einer an mich gesprungen. Ich glaube, das war der Große, oder? Nee, der Große war das nicht. Der war nicht so schwer. Aber er guckt mich ganz schön grimmig an. Ich glaube, wir gehen lieber weiter. Nee. Oh, er hat mich angekrankt. Das ist hier deren Strategie. Sie gehen diese Stange runter und dann greifen sie sich die GoPro. Ja, die von der GoPro. Sonnencreme wurde von den Affen geklaut. Von der Flasche abgesehen. Ja. Oh Gott, geschafft. Also ich bin richtig fertig. Das waren 1266 Stufen und die sind alle so richtig hoch. Also ich bin jetzt definitiv fertig für heute. Irgendwie war ich nicht darauf vorbereitet, dass das so eine knackige Wanderung ist. Janne meinte, ja, dann gehen wir den Berg hoch. Und ich dachte, da geht man dann so 200 Meter hoch, weil das ja so für Touristen ist, aber... Nee, die Touristen müssen sich das verdienen und diesen heiligen Berg hochkraxeln. Ja, ja. Aber hat geklappt, wir sind oben. Jetzt müssen wir nachher nur noch runter. Geil. Ja, jetzt von hier oben Skydiven. Nein, Skydiven ist doch noch viel höher. Wir haben es geschafft! Der Hund ist auch hochgewandert. Na hallo! Oh, du bist ja eine Süße. Oh, du hast eine Wunde am Bauch. Zu groß fürs Handy. Alter, diese ganzen Stufen. Wir sind von da ganz unten einfach gerade hier hochgeklettert. Ich glaube das noch nicht so ganz, ja, ne? Das ist der Tiger Cave Tempel. Hier wurde einmal ein Tiger gesichtet, ganz hier oben auf dem Berg. Und danach wurde der Tempel gebaut, aber der Tiger wurde nie wieder gesehen. Der soll wohl in die Umgebung abgehauen sein. Und so lebt er noch heute. The Tiger Cave. Jetzt geht's runter. Oh Gott, runter ist ja noch mal viel gefährlicher. Boah, da zittern richtig die Beine so. Oh, da kann ich nichts dran machen, das zittert einfach. Puh.
ich mir abgeguckt. Wow. Geschafft. Und Hände gewaschen. So, we made it. Jetzt organisieren wir uns ein Taxi und dann geht's bestimmt noch was essen. Überall Doggos. Und ich kann jetzt hier mein Tuch wieder abgeben. Das hier. Zack, in den Basket, hat es eben gesagt. Ein Äffchen. Hallo Äffchen. Du Armer. Und oben sind deine ganzen schönen Genossen, sind oben und dürfen rausgucken. Und wir gehen jetzt noch über den Night Market. Fried Sweet Potato. Oh ja, ja, noch heute noch. Oh, mal kotzen. Oh, auch mit Fisch. Peanut Sauce. Yummy. Boiled eggs, boiled and fried. Da wird frisch zubereitet. Die Kotzfrucht, ja. Ist dafür bekannt, dass es so schmeckt. Jane sagt, der Mojito geht auf ihn. Na dann. Aber Jane, ich nehme Passion Fruit Mojito. Hast du schon gesagt? Ja. Na egal. Es gibt Passion Fruit Mojito gleich. Aber wir haben noch was Gutes gefunden. Oh. Ah, Puka-puka. Okay, ich frag mich nur, wie rum die sind. Jetzt mache ich ihn kalt. Guck mal, wie er schon heult, weil er so schlechte Karten hat. Ich hab die beste. Ah. Ja, ja. Der erste Mojito im Urlaub. Nee, warte, ich hab schon mal ein paar Griffe. Okay, der Mann mal jungen nach Rotbahn gegangen. Zweite Runde geht auf mich. Es gibt was war das? Malibu Sunrise. Oh. Na, schau mal, was hier geht. Also. A white bun. With cheese. Oh no. I want beef and cheese. And I want onion. And that's it. No spice. No sauce. Beef. I'm sorry. Beef. Yes. Well done. Okay. Well done. Yes. Beef. Okay. I sit down for a second, but to go. Enjoy. Me. Thank you. Thank you. Coco Loco. Ah, Coco Loco. Eine Runde auf Janne.
halb so teuer war. Jan hat sich Hähnchen geholt. Jetzt wird der Fishing-Trip gebucht. Wir sind einfach mal hingelaufen und haben jetzt so einen Fishing-Trip. Also wir haben jetzt noch nicht fertig gebucht, aber wir holen jetzt noch mal Bargeld und full day fishing tomorrow. Mainly for fishing. Okay, perfect. Na, schau mal, was sie da auch haben. Ja. Nice. Da war der gerade eben drin, ich schwöre. Ja, da war der wieder gerade drin, ich schwöre. Kamerafrau nicht so on point. Also dazu muss man sagen, ich habe die ganzen und er die halben, also gewinne ich gerade. Erste Bar fertig, nächste Bar coming. Runter gehandelt auf 90. Wurde mitgenommen. Wir sind jetzt nochmal in der Walking Street hier. Also das ist eigentlich keine Walking Street, das ist wieder so ein Markt. Hauptsächlich Klamotten bisher. Und das ist einfach der thailändischste Laden ever. Alles nur mit Elefanten. Jetzt holen wir uns noch einen Mango-Mojito. Und da wird die Mango gerade frisch geschnitten. Oh, gut! Wir sind jetzt eben hier, haben uns hingesetzt, wir haben uns noch einen Cocktail geholt und da waren so zwei Australier, also ein Pärchen. Und die hatten wir tatsächlich schon auf dem Berg getroffen und mit denen unterhalten. Und jetzt haben wir die irgendwie zufälligerweise hier nochmal wieder getroffen. Dann haben wir gesagt, wir holen uns noch einen Cocktail zusammen und haben uns hingesetzt. Und ja, die mussten jetzt los. Die mussten noch ein bisschen weiterfahren. Und wir haben uns jetzt hier noch kurz hingesetzt und trinken noch aus. Und ich glaube, da geht es auch zurück ins Airbnb nochmal schnell duschen. Ich fühle mich ganz schön dreckig nach dem heutigen Travel-Tag. Und morgen geht's auf den Fishing-Trip. Wie macht die Katze? Ey, nicht vor das Auto laufen, Janne. Ja gut. Wir gehen nur noch beschwipst zum Airbnb und das war's. Gute Nacht. Die Katze isst ein bisschen Sushi zum Abend. Oh, jetzt ist sie abgehauen. Oh, aber sie war so süß. Meine Birkis, bevor sie geklappt.